So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Goose Goostag. Diesmal habe ich es auch richtig gesagt. Ich bin heute wieder nicht alleine. Wir sind wieder mit den altbekannten Leuten am Start. Sag gerne mal. Hallo! Genau. Der Jonas ist wieder mit am Start. Papfi ist wieder mit am Start. Schlonzi ist wieder am Start. Und Simio ist auch wieder mit dabei. Ich muss sagen, ich habe wieder ziemlich Bock. Die letzten Male hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, schaut auf jeden Fall auch beim Simio vorbei. Der hat am Freitag, also vor letzte Woche, das letzte Video hochgeladen. Und morgen kommt dann die nächste Folge beim Puffy online. Ne? Also, Weißt du, was ich ja richtig geil fand bei deiner Folge, die jetzt rausgekommen ist? Du wirst es mir gleich. Die Leute in den Kommentaren haben gefeiert, dass ich gut lügen kann. Ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, aber ich fand's lustig auf jeden Fall. Das ist richtig, das ist richtig. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Namen? Nein, haben wir noch nicht. Deshalb sollt ihr jetzt einen in die Kommentare schreiben, oder? Schreibt nochmal Namen in die Kommentare. Wie soll unsere coole Gruppe heißen? Genau, das klingt gut. Wir wissen es noch nicht. Die Gänsegruppe. So, die GGs. Die GGs, die Gänsegruppe. Das ist richtig gut. Aber Papfi, man muss sagen, dein Einhorn-Skin... Der rockt der schon. Ist OP, oder? Hat der Geld schon... gekostet? Sag ich das nicht. Pay to win. Das ist Pay to win. Lootbox. Ja. Ich glaube auch, das ist Ich bin auch tatsächlich schneller jetzt und ihr braucht eine größere. Was ihr hinterherfliegt, gibt ihr mehr Sichtweite. Ja, genau. Ja. Der checkt alles ab immer. Das ist mein kleiner. Ja, das ist der Johann. Der Johann. Ja, der Johann hat einen Partyhut. Das ist einfach Johann 1. Das Paket hat $20 gekostet, Papfi. Ich sag dazu jetzt nichts. YouTube läuft. Also, ja, YouTube läuft. YouTube läuft. Es gibt Winterskins. Juhu. Erstmal aufladen. Erstmal reinpayen. So, ab einen neuen Pulli. Schaut mal. Hast einen neuen Pulli. Scheiße aus. Ey, sag das nicht. Da mal stehen, ich kann's nicht sehen. Ja, ich würde Spiel starten jetzt einfach mal. So. Ja. Gutes Gelingen. Starten wir rein. So, liebe Freunde, rein ins Spiel. Heute wieder mit der krassen Connect-Gruppe, Digga. Ja, denk an die Playlist. Okay. Ja. Ach so, neue Map, ne? Was ist hier los? Ach du Scheiße, es ist eine neue Map. Ich habe keine Ahnung, was passiert. No! Okay. Ruhig bleiben. Wir sind ja Ente. Lol, ich hab's. Okay, ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Reaktor, ich kann keine Task faken. Ich weiß nicht, was es für Tasks hier gibt. Scheiße. Nee. Oh, das ist ja richtig kacke, wenn man als erste Person Ente ist auf einer neuen Map. Wow, wie lost. Okay, ich weiß nicht, wo Tasks sind. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall mal hier das hier. Das ist ja auf jeden Fall eine Imposter-Task. Also 8, 2, 8, 5. Oh Gott, ey. Okay. Man kann hier wenden! Man kann wenden! Okay, ich muss einen Vent suchen. Was ist das hier? Lol. Warte, was passiert da? Okay, jetzt habe ich, glaube ich, bei Jona und bei Papfi schon ein bisschen Trust. So, jetzt muss ich die anderen finden. Jetzt muss ich nämlich nach oben weglaufen und die anderen suchen. Weil die glauben jetzt daran, dass ich unschuldig bin. Ich bin mir sicher, dass sie daran glauben, dass ich unschuldig bin. Okay, hier oben geht es nicht mehr weiter. Hier kann man wenden. Ich will mal wenden. Okay. Hä, wie cool! Hey, cool. Okay, man hat da ein bisschen extra Cooldown nochmal, was ganz nice ist. Okay, 9880. Ich weiß noch nicht, was dieses Zahlen... Achso, dann kann ich die sabotieren, oder? Irgendwie so? Oh Gott, ich hab gar keinen Durchblick. Gar keinen Durchblick.
will einen Vent finden. So, ich wollte einfach mal ein bisschen... Ah. Lol. Okay. Jonah, Schlonzi. Ja. Wer von euch... Ihr standet ja gerade beide zusammen da, gell? Ja. Glaub, wer ist denn weggelaufen? Ich bin einen rechts hoch. Da musste ich gerade Geschirr sauber machen. Also ich war ja... Ich war auf jeden Fall... Und Schlonzi, stimmt das? Ja. Was? Ich habe keine Ahnung. Was war denn die Task, Jonah? Was, unten? Mhm. Die du gemacht hast? Ja. Hebel runterziehen und dann den Müll rausploppen lassen. Aber wie hast du das gemacht? Bei mir klappt das nicht. Du musst den Hebel runterziehen und dann musst du den Knopf gedrückt halten. Weil wenn du nur einmal drauf... Ich hab die ganze Zeit gespammt. Ja, genau, dann fliegt das nur so hoch. Ja, okay, also gedrückt halten. Ja, dann das Ding ist, ja. Wo ihr da bei dem Müllding standet, da war rechts dann so ein Gabelstapler und da war Simio. Also quasi zwei Räume weiter. Und ich bin weg hochgelaufen, hab jetzt den Button gedrückt. Aber ich glaube, Luna kam da aus der Richtung. Die kam von da? Ja, nee, ich glaube. Ich war da gar nicht. Hey, ich habe euch doch gar nicht gesehen. Ich habe nämlich Luna auch nicht gesehen und ich dachte mir, ich drück einfach mal. Ich bin links. Aber ich habe irgendeinen da langlaufen sehen und zwar nicht Luna, dann war es Papi. Ja, wäre auch noch schwierig. Also Papi kam zweimal in den Raum reingelaufen. Weil wir halt die Map alle gerade nicht kennen. Papi kam zweimal reingelaufen bei uns. Ja, ich kam einmal hoch, bin ich zum Knopf, hab den wieder ausgemacht. Dann verwechsel ich die, aber dann war das Papi. Ja, das kann gut sein. Wir standen auf der Aufgabe und Papi kam zweimal gucken, was wir machen. Ja. Sein. Ich war nämlich ich war gar nicht bei euch. Hm. Okay, das hat actually besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich hatte so Schiss, dass sie mich nach irgendwelchen Tasks fragen. Aber haben sie nicht, das ist ganz cool. Okay, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich verwirrt. Bin ich halt legit auch? Okay. Also, ich gehe jetzt erst noch mal zu meinen... Was? Zur Brüterei muss ich. Okay, ich gehe jetzt zur Brüterei. Durch das Lager zur Brüterei. Wild. Wild, wild, wild. Okay. 4, 7, 2, 9. Was habe ich jetzt unlocked? Was kann ich jetzt sabotieren? Lebenserhaltung. Lul, was war das eben? Okay, ich muss Trust aufbauen. Ah, okay, das kann man dann immer manchmal machen. Das Ding ist, die wissen jetzt halt, wenn Schlonzi gleich tot ist, dass ich das war. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht killen. Darf ich nicht. Kann ich nicht machen. Vor allem nicht, wenn die so nah dabei sind. Können die sich nicht mal bitte splitten? Ich glaube, Papi oder Jonah, einer von denen ist mit Tasks fertig. Ich glaube, das ist ein Problem. Moin. Also ich bin durch. Ja, ich kann die Aufgabe nicht machen. Welche? Ich muss da irgendwelche Sender einstellen mit irgendwelchen komischen roten und blauen Punkten und dann so Linien, die so hoch und runter gehen. Ganz komisch. Was? Ja, ich verstehe nicht, was du meinst. Digga, das ist irgendwie ich kann dir sagen, wo die ist. Die ist in der Brücke. Warte mal, ganz simpel. Wir machen das jetzt ganz einfach. Luna, was hast du für Aufgaben gemacht, die Runde? Ich musste so Zahlen eingeben. Zahlen eingeben, die Imposter-Aufgaben. Das ist halt schwierig, weil es eine neue Map ist.
Und ich hatte auf jeden Fall auch diese Müllaufgabe und dann musste ich... Was braucht man denn bei der Müllaufgabe? So ein Ding, so ein Hebel runterziehen oder nicht? Und dann musst du den gedrückt oder nicht? Ich hatte, nein. Das, was ich vorhin erzählt habe. Naja. Was war denn da so für Müll drinne? Alter, keine Ahnung, jetzt soll ich das machen. Ja gut, okay, keine Ahnung. Ja, das ist eine schwierige Runde gerade, also bin ich ganz ehrlich. Also, es passiert halt nichts. Die Map ist halt echt schwierig. Oh, okay, danke, Luna. Oh, das war ja echt eine miese Runde, oh Gott. Mann, wenn es jetzt halt nicht ist, wäre es halt problematisch. Sie muss ja Zahlen eingeben, Müll raus. Was hast du gemacht? Ja. So kacke auf einer neuen Map als erstes. Ja, okay, ist halt super schwer gewesen, was soll man machen? So, was die erste Runde bin ich halt noch gut durchgekommen, weil Kapfi und ich halt ähnlich aussehen und weil ihr euch dann über eine Task unterhalten habt und die Zeit um war und ihr halt mich nicht nach Tasks gefragt habt. Aber ich habe eben schon die ganze Zeit gesagt, wenn ich gleich nach Tasks gefragt werde, ich habe sowas von ein Problem, ich habe keine Ahnung. Ja, wollen wir weiter auf der Map machen oder eine andere wieder? Ja. Ja, nein. Du kannst es ja auch smart machen, Digga. Ich hätte ja auch Dings sein können und hab ja Jona gefragt, wie die Aufgabe war. Ich hätte ja auch einfach, weißt du so? Ja. Jetzt auch ein bisschen smart. Dich neben die Aufgabe. Weil einfach ist, meinst du? Ja. Hä? Na eben, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau. Wieso bin ich tot gewesen? Wie freiwillig. Jona und ich haben so lange. Oh, sorry, Leute. Sorry. Jona und ich haben zusammen gechillt und dachte, okay, Jona ist es nicht, weil wir chillen die ganze Zeit. Da kam Papfi, hat kurz mich angeluscht. Und dachte ich, okay, Papfi ist auch nicht. Dann musste ich da irgendeine Temperatur checken. Ich hab's nicht verstanden. Jo, können wir noch eine Runde machen, Luna? Ja, wir können mit Sicherheit noch eine Runde machen. Ja, super. Also rein da. Ja, klasse. Geh mal rein. Klasse. Ja, gucken wir doch mal. Und los? Ja, super. Nicht töten, bitte. Was eine Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder. Und ich hab immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah! Okay. Wir machen das jetzt ein bisschen smarter. So, wir wenden jetzt hier erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, wie die Vents hier funktionieren. Okay, so auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob hier noch andere Leute sind. Ja, aber ich habe jetzt natürlich hier noch... Ah, wenn ich im Vent bin, läuft mein Kill-Cooldown nicht ab. Okay. Ich muss erstmal meinen Kill-Cooldown ablaufen lassen. Ich mache jetzt erstmal wieder hier. Das ist so unglücklich, dass ich jetzt einfach schon wieder Imposter bin, Alter. Es ist doch eine Scheiße. Oh, ich hätte doch zumindest nochmal eine normale Taskrunde haben können, ey. Okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Nummern alle zusammenbekomme. So, weil dann kann ich jetzt ja hier die Sachen dann ausmachen. Ich glaube, den einzigen Vorteil, den ich gerade habe, ist, dass sie nicht wissen, dass man wenden kann. Weil auf der anderen Map ging das ja nicht. Das heißt... Es könnte sein, dass sie damit halt einfach nicht rechnen und ich dann sage, ja, ich komme ja von da oben und es war halt einfach ein Vent. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Vents genau connected sind. Die sind halt hier auch nicht eingezeichnet. So, aber jetzt habe ich zumindest erstmal alle... Okay. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Oh mein Gott. Okay. Ganz entspannt. Okay, wo sind Lights? Lights sind auf jeden Fall die richtige Richtung. Das heißt, sie laufen nach unten. Das ist schon mal gut. Okay, okay,
Ich glaube, der Plan hat halbwegs funktioniert. LOL! LOL? Was? Wir haben die Aufgabe fertig, oder? Ja. Also haben wir so schnell Lunari, mega geile Folge! Ich hab aber hier Speedrun. Was zur Hölle? Hä? Ich hab alles direkt durchgegrindet. Ich hab so gespeedrunnt. Ich auch. Ich hab sogar mehr Aufgaben als letzte Runde. Ich fand mein Kill voll gut. Hast du ja, ey, der war strong, aber ja. Ich hab dich halt ultra... Wieso hast du nicht direkt getötet eigentlich? Ja. Weil du ein bisschen Cooldown hast danach. Also hier nachdem Game du rausgewendet so, bist? Genau, hier ja. Ist es so, wenn du wendest, hast du ein bisschen extra Cooldown danach. Ach ja. Was halt eigentlich das ist ganz, krass. Was halt eigentlich ganz nice ist, dass du nicht einfach nur ja, Jump-Kill ja. Wieder reinjumpen kannst. Obwohl ich aber sagen muss, dass so Wendkills auch ultra geil sind. Das stimmt. Na, die Zeit läuft halt nicht runter im Aber Wendel. Übelster Scheiß, ich hatte immer... Alter... Ja, die schade, so schade, aber ich fand trotzdem, also der Kill gerade, der war schmackhaft. Ja, oder was halt, meint ihr Leute halt, in den Kommentaren? Und dann halt Lights ausgemacht, dass alle nach unten gehen. Na eben. Dass niemand zu dir kommt. Ich fand, es war voll gut. Aber unten waren meine ganzen Aufgaben, ne, das ist so. Ihr wart halt einfach zu fast. Ja. Das ist hier Schichte. Fleißige Bienchen. Ja, fleißige Bienchen. Ja. Dann würde ich sagen, ja gut, es waren jetzt halt zwei Imposter-Runden, waren halt beide echt scheiße, aber mein Gott, ne? Ja, so hilft ja nichts. Halt, so ist es halt am Anfang, aber immerhin der eine Kill war schön. Besser also als direkt zu sterben. Der war immerhin ganz nice. Das denke ich auch. War stark! Also, ja, würde ich auch sagen. GG. Und dann, würde ich sagen, ihr Lieben, wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder mit einer neuen Folge. Aber ja, natürlich morgen beim Papfi, wie gesagt, letztes Video Freitag kam schon beim Simio online. Mittwoch ist dann Jona, ne? Und Donnerstag Schnapsi. Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Habe ich richtig im Kopf, alles klar. Finde ich super. Fall, super. Lasst auf jeden Fall Liebe bei allen da, ne? Ihr kennt das. Liebe, Chat. Klasse. Genau. Und Namen, dann. Denkt euch Namen aus. Ganz ja, wichtig, der Name richtig, für die Gruppe richtig. In die Kommentare. Ja, und checkt die Playlist aus. Heide Yalla. Heide Yalla, wallach malach da. Tschüss. Alhamdulillah, Adren, bis Püsi. Skibidi papa. So. Big Shack.